Liebe Leute, Station Nummer 18. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fans 2018 an diesem Freitag Nachmittag. Das Wochenende steht vor der Tür, das heißt wieder ist es Formel 1 Zeit. Station Nummer 18. Den Fahrerwärmtitel haben wir nach dem letzten harten, wirklich harten Rennen jetzt endlich in der Tasche. Jetzt geht's aber allerdings nur noch um die Konstrukteurs-WM. Die wollen wir natürlich auch holen für Red Bull, bevor wir uns dann aus F1 2018 verabschieden, ein bisschen warten und dann mit dem F1 2019 Ende Juni durchstarten. Glaube ich, am 28. Juni kommt die erste Folge direkt raus. Das freue ich mich auch schon drauf. Auf jeden Fall dann mit dem Williams-Team. Okay, die neuen Teile sind aus der Fabrik gekommen. Wir bauen sie vor dem ersten Training ein. Das ist sehr nett. So. Wochenende-Vorschau. Haben wir keine Wetterinformationen? Ich brauche Wetterinformationen für dieses Rennen. Nö, anscheinend haben wir keine Wetterentwicklung. Gut. Wunderbar, die beiden neuen Teile sind da. So. Ich mache mal gleich ein paar Anpassungen, das wir jetzt auffällig haben, den Antrieb. So. Und wir haben mittlerweile, ja gut, Ferrari ist mittlerweile besser als, wir sind etwa gleich auf sogar mit den Top-Teams, mit den beiden anderen Teams. Gut, dann gehen wir rein ins erste freie Training an diesem Freitag. Wunderbar. Läuft doch. Willkommen zum heutigen Training hier in Austin, Texas, wo die Fahrer sich gerade auf die erste Fahrt des Wochenendes beim Großen Preis der USA vorbereiten. Ich bin wieder mit Stefan Römer vor Ort. Schön, dich zu sehen, und ich möchte dich auch gleich fragen, wie diese Fahrer die Autos während des Trainings verbessern. Wie viel, denkst du, kennt man bereits durch Simulationen und wie viel Arbeit muss man schließlich noch mit den echten Wagen auf der echten Strecke reinstecken? Eine sehr gute Frage, und ich glaube, es lässt sich leicht damit beantworten, dass man nie genug Informationen haben kann. Die größeren Teams haben sehr komplexe Simulationen und kluge Leute, die sozusagen im Hauptquartier mit den Zahlen spielen. Sie können dir allerdings nicht sagen, wie die Streckenbedingungen sein werden. Wie hoch wird die Temperatur sein und wie wird sich das alles auf die Reifen auswirken? Es gibt Millionen an Variablen, die für das Rennen an sich wichtig sind, doch der Computer kann das Auto den Bedürfnissen des Fahrers nie ganz anpassen. Irgendwann muss mal ein Mensch mit dem Ding fahren und alles so richtig spüren, weshalb die Fahrer unterschiedliche Einstellungen haben. Nichts ist besser als das Testfahren auf der Strecke. So ist das. Damit legen wir heute los, auf jeden Fall. Okay, I know you're eager to get out there, but I'm gonna need you to be patient for a few minutes. Ja, das können wir überhaupt spielen. We're just trying to zero in on an oil leak. So, was haben wir denn für überhaupt für... Ich bräuchte mal eine Wetterinformation. Training 1 trocken, Training 2 leicht beregnet, Training 3 trocken, Qualifying trocken. Oh, im Rennen Regen. Das wird ein interessantes Rennen werden am Sonntag. Okay. Dann tun wir uns mal das Setup rein. Und geht mal auf die Strecke. Jetzt schauen wir mal, dass wir ein bisschen was gefahren bekommen. Und damit herzlich willkommen in Austin. Wir wollen den nächsten Schritt machen Richtung Konstrukteurs-WM. Wie gesagt, den Fahrer werden ist klar. Seit Japan, aber die Konstrukteurs-WM fehlt doch. Es sind noch 4 Rennen. 18, 19, 20, 21, 4 Rennen. Vierte zu rennen in dieser Saison. Nächste Woche geht es nach Mexiko, danach kommen wir in Brasilien und dann kommt Abu Dhabi. So, wir wollen jetzt ein bisschen anfahren, antesten mal hier. Erste Kurve. Ah, ein bisschen weit rausgekommen. Wir müssen die Softlauftemperatur bringen. Ein bisschen Zeit haben, Zwischenzeit haben wir nämlich aktuell. Es geht momentan gegen den Van Dorn. Sollte aber eigentlich für den Red Bull kein Problem sein, die Zeit des McLaren zu knacken. Aber hätte, wäre, wenn. Wer weiß. Müsste aber auch erstmal reinfinden. Der fährt einfach doch soft. Okay, der fährt aber die gleiche Reifenstufe wie wir.
Schauen wir gleich mal auf die Zwischenzeit, die hier nach dieser Kurve kommt. Die lange Gerade und dann anbremsen auf diese enge Kurve hier. Und dann wissen wir auch, wo die Zeit liegt, die momentan auf Violett ist, aber auch nur eine halbe Sekunde. Und das sollte eigentlich deutlich besser werden. Gegen Stoffel van Doorn. Normalerweise sollte der weiter als eine halbe Sekunde hinter uns sein. Also merke, wir müssen auf jeden Fall nochmal einsetzen, eine Zeit setzen. Perez ist doch schon eher eine Hürde. Aber die Zeit holen wir uns. So perfekt war es aber nicht die Runde, definitiv nicht. Hier sind wir ja letzte Saison mit dem Ferrari-Weltmeister geworden. In Mexiko haben wir dann die Konstrukteurs-WM zugemacht. Diesmal sogar ein Rennen vorher in Japan mit dem Fahrer-WM-Titel. Auch wenn es ein hartes Rennen war. Wir haben uns nach der Saison scheinbar so mal reingekämpft. Vettel mit der Bestzeit. Aber der fährt auch super soft, also definitiv eine. Eieiei. Ja, die soft, die wollen halt nicht. Der Vettel fährt auf super soft. Ja, ein bisschen müssen wir noch was holen. Eine Zeit. Und so wird das nichts. Und so wird das definitiv alles andere als eine gute Zeit. I've had a chat with Carl about the new parts and we're happy that they've been integrated into the car okay. With any luck, you'll be able to feel the improvement, so give them a try. So far our fastest lap is a 1:37.6. Hm. Klar, wir sind aber mit der langsameren Mischung sind wir langsamer als Vettel. Knapp vor Sergio Perez, also die Zeit haben wir geschlagen. Und Alonso, Ericsson und Verstappen auf Platz 6 nur. Ja, mal abwarten, wenn jetzt vielleicht die McLaren, wenn die Mercedes gleich kommen, noch mit ihrer Zeit. Ist doch, der Hamilton, der legt nochmal eine Zeit nach. Bottas hängt nur auf 10, auf Supersoft. Also der muss Mega-Verkehr gehabt haben in der Runde. Oh, wie knapp das ist. Verstappen 2,96, Bottas 2,97 am Ende. Und das auf der schnelleren Reifenmischung. Wenn wir jetzt natürlich Dritter werden mit der Reifen... Oh, Verstappen sind wir mit einer kleinen Verbesserung. Umso mehr Punkte wir holen, umso besser ist es. Also bis Jahr gewinnen wir das Rennen hier. Bitte. Alle Autos sind über die Ziellinie und die Top 3 stehen nun fest. Vettel, Hamilton und Richter. Ein interessantes freies Training geht zu Ende. Freuen wir uns auf noch mehr Spannung im Laufe des Wochenendes. Das ist gut. So, dann haben wir das auch geschafft soweit. So.
Oh, Renault hat ein sehr interessantes. Sie haben alle Interesse an uns, natürlich, klar. Gut, das war das erste freie Training. Wir sehen uns gleich wieder im zweiten. To run during these practice sessions, you can check the details in the car monitor. We'll get good data for both the race and factory teams, so they're well worth running. So, fahren wir denn jetzt auf Super Soft, ne? So, auf. So, dann versuchen wir hier nochmal eine gute Zeit zu setzen. Wenn ich die S ist durch, aber perfekt war das nicht, dann muss ich nämlich richtig hart bremsen gerade, weil da schön übrigens rausgerutscht sind. Jetzt kommen wir uns auf der Geraden in Wettbewerb ein bisschen die Power ausspielen. Er müsste eigentlich deutlich mehr Power haben als, oder beziehungsweise genau wie viel Power wie Mercedes und Ferrari. Alonso mit der Bestzeit 37,2 auf Ultrasoft. Okay, das war gar nichts. Uiuiuiuiui. Das wird definitiv keine Neuwässer werden. So meine Vermutung. Aber guck mal. Nee, ich glaube nicht. Oder knacken wir Alonso trotz dieses Mega-Querstehers noch? Ne. Das war mir auch von Anfang an klar. Ah. Nochmal fetchen. Natürlich die Bestzeit voll Leclerc auch noch jetzt gerade. Alonso 36,8, der ist eine gute 0,7 Sekunden schneller. Da müssen wir uns nochmal strecken. Idealfall, dass wir diesen kleinen Fehler, den wir eben hatten, weg. Der bringt es noch nicht die Schub, fast 2 Sekunden jetzt vor der eigenen Zeit. Also 35, uiuiui. Ah, Mann. Aber die war definitiv alles andere als vernünftig.
our best lap so far is a 1 minute 35.5. So. Ich glaube, die, ja, der beste Tag war momentan auf den Supersoft. Weil immer so ein, zwei Runden, das reicht ja dann auch meistens auf dem auf dieser Strecke. Ein schneller Blick auf die Reihenfolge am Ende dieses Trainings. Hier sind die Top 3. Richter, Perez und Kimi Räikkönen. Die Trainingsbestzeiten stehen fest, aber die Punkte werden natürlich erst beim Rennen vergeben. Wir sind bald wieder mit noch mehr Formel 1 zurück. Gut, dann war es das mit dem zweiten Freitraining. Gut. Dann gehen wir rein ins dritte freie Training. Gut, dann kann man jetzt nämlich die Ultrasoft mal antesten, weil die können. Fett, und dann gibt's ein Gewinn. Deshalb müsste das eigentlich relativ schnell auf Temperatur kommen. Oder schnell auf ihren Grip kommen. Aber dafür halten sie halt nicht so lange. In der Zwischenzeit sitzen. Fahrertechnik für die Fahrer-WM ist es halt keine Spannung mehr drin. Natürlich, aber wir haben ja noch die Team-WM, die wir noch holen wollen. Die müssen wir noch holen. Ja, vor uns ist ein Auto. Es ist ein Renault nebenbei. Das ist Sainz.
Die Zeit knacken wir aber mit Lockerheit. 34,7. Die erste Zwischenzeit. Das ist besser in die Kurve gekommen als zur Runde zuvor. Wenn der Renault jetzt nicht gleich an der blöden Stelle im Weg steht. Das war mir so klar. Das hatte ich gedacht. Das habe ich schon gewusst, dass mir sowas passiert. Ist genau an der beschissensten Stelle ins Ziel gekommen. Ja, das muss ich aber. Muss ich aber so machen. Die Aktion davor. Sainz raus. Die Rundseite ist sehr ungültig, deswegen werden wir nochmal eine setzen müssen. Die Rundseite ist eh gut. Das hier müssen wir eine neue Runde setzen. Wobei das schwierig wird wahrscheinlich mit den angefahrenen Soft, Super Ultra Soft. Eigentlich doch auch definitiv am Arsch. Standard programs over the course of practice. It'll be a boost to car development if we can log that data, so we should do our best to do so before the end of the session. So. So, genau. Dann schneiden wir die Zeit mal durch. Sieht dann die Zeit mäßig aus. Oh, wir führen 1,5 Sekunden vorne. Also definitiv, wir brauchen Leute da keine Strafen zu befürchten diesmal. Ja, Verstappen muss auf jeden Fall nochmal, was Zeiten betrifft, zulegen. Und mit da nur auf 6. Ein interessantes Training, schauen wir uns noch einmal die Top 3 an. Richter, Vettel und Lewis Hamilton. Das war's dann mit dem Training, wir sehen uns bald wieder.
So. Keine Informationen aus dem Rennen. Warte, ach, ich wollte gerade sagen, dann stand jetzt nicht das Rennen. Gut, Wettervorhersage, die kennen wir ja mittlerweile und dann sehen wir uns gleich, beziehungsweise nicht gleich, sehen wir uns morgen wieder im Qualifikationstraining zum Großpreis von den USA. Bis dann und tschüss.